Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir einen neuen Adventskalender und zwar geht es um den Maybelline New York Adventskalender mit der New York Skyline. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in den kompletten 24 Türchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde einen Teil aus dem Adventskalender tatsächlich verlosen, einen Teil werde ich behalten und ein Teil wird in Adventskalender gehen, die ich selber für andere Leute zusammenstelle. Ja, also ich bin sehr gespannt, was drin ist. Ich habe mich tatsächlich nicht spoilern lassen, es gab zwei verschiedene Versionen, einmal die hier und es gab die Boxenversion. Die hier war gar nicht so leicht zu bekommen. Ich habe das über Amazon bestellt für 44,95 €, verlinke ich dir unten in der Infobox. Es hat ewig gedauert, bis der angekommen ist. Ich habe keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat, aber ich mache ihn jetzt mal auf. Genau. Design schön, New York Skyline, kann man sich nicht beschweren. Es ist relativ weihnachtlich gehalten. Das Ringlicht spiegelt sich. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Weihnachtshimmel mit Sternchen hier und es ist rot, es ist schwarz, es ist weiß, es passt. Los geht's. Hier unten haben wir direkt die Nummer 1. Ja, dass da Nagellack drin ist, war uns allen bewusst, oder? Ja, lässt sich ganz gut rausnehmen. Das ist eine interessante Farbe. Ich lege den Kalender kurz da vorne hin. Und zwar ist das der Superstay Forever Strong Gel Nail Color 7 Days. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass ein Nagellack 7 Tage hält, jedenfalls nicht bei mir. Ich bin dafür viel zu viel am Wuseln. Wir sind gerade oben am Renovieren. Ich bin viel im Garten, jetzt gut, bei dem Wetter nicht mehr, aber sonst, ne? Ich bin im Haushalt am Machen, also schnell, dass meine Nagelgeschichten dann abgehen. Das ist die Farbe Move On 255. Jemand, der mich vielleicht schon länger schaut, weiß, dass Move eins meiner Lieblingswörter ist. Ich liebe das Wort Move, weil sich das so doof anhört. Genau, ja. Und allein, weil ich das so witzig finde, behalte ich den. Und ich teste den mal aus. Da ist eine Kugel drin. Wenn ich den schüttel, dann merke ich das. Und den mache ich doch einfach mal über meinen aktuellen Nagellack, der übrigens... Ja, was ist das? Das ist von Essence irgendeiner und der auf dem Finger ist einer aus einem Adventskalender von Douglas, glaube ich. Nee, von Trended Up, genau. So, den mache ich mir jetzt mal auf meinen kleinen Finger drauf. Und ich muss sagen, dafür, dass ich grünen Nagellack drunter habe, ne, sieht der doch mal schon ziemlich deckend aus. Also ich finde den ganz schick, gefällt mir. Doch, ist eine schöne Herbstfarbe, ein schöner Herbstton, jetzt nicht unbedingt ein Weihnachtston. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich mache den Adventskalender ja tatsächlich jetzt im Herbst auf, im Oktober. Bleibt. Hier oben klein und unscheinbar die Nummer 2. Oh, da ist schon mal was Ordentliches drin. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man die Nagel gerade lackiert hat, zu versuchen, das rauszukriegen. Aber das geht. Okay, da habe ich den Dream Matte Blush, der auch bleiben muss, weil es einfach die Farbe Mauve Intrigue ist. Die Farbe 40 Mauve Intrigue. Ich weiß nicht, es ist irgendwie creepy, dass ich etwas wegen Mauve behalten muss. Das ist halt creamy, ne? Creme Blush mag ich eigentlich nicht so gerne. Ich teste es aber mal, beziehungsweise wir kriegen schon hin. Oh nein! Ja, gestern lackiert, heute abgesplittert, ne? Das ist so ein typischer Claudia. Das ist ein typischer Claudia. Das kriegst du auch nicht aus mir raus. Das sitzt sehr, sehr tief. Wenn ihr wüsstet, wie viel Freude und Spaß ich jedes Mal dran habe, diese Adventskalender aufzumachen, es ist mir immer ein Fest. Das ist wirklich so. Okay, Klebi ist entfernt. Ich drehe den mal auf. Ja, ist halt ein Creme Blush, ne? Sieht echt schick aus. Also das gefällt mir wohl. Riecht nach nichts. Von Dream Matte kenne ich eigentlich nur die Foundation. Oh, der schmilzt butterzart auf der Haut. Also das ist, ne, jetzt auf dem Mittelfinger sieht man auch, glaube ich. Und dann gebe ich mir mal hier auf. Das macht jetzt keinen Sinn, einfach nur einen Swatch zu machen, weil du sowas ja ausblendest. Ja, sehr natürlich. Also ihr seht das jetzt wahrscheinlich in der Kamera auch gar nicht. Aber er verschmilzt halt direkt mit der Haut. Das ist schon mal ganz nice. Ich mache mal ein bisschen mehr. Ich bin ja wirklich hell, also man müsste den tatsächlich sehr aufbauen und für normalhäutige oder halt etwas dunklere Menschen als mich ist es halt einfach zu hell, ne? Also für mich wäre das passend, so für den Alltag, aber ja, ne? Aber ich kann es ja mal testen, ich bin ja eigentlich, wie gesagt, kein Fan von Creme-Highlightern oder Creme-Blush oder Creme-Bronzer oder sonst irgendwas, aber den behalte ich jetzt einfach mal. Ja, doch. Das macht wohl Sinn. Ich habe so lange auf den Adventskalender gewartet. Ich möchte jetzt einen Teil schon irgendwie, ne,
verwurstet bekommen. So, die Nummer 3 ist hier und sie ist länglich. Ich tippe mal auf irgendwie ein Liquid Lipstick oder so bei der Länge. Nein. Oh, Lash Sensational, eine Primer Mascara. Ja, solche Produkte kenne ich jetzt auch schon von anderen Marken. Also ich hatte in einem Adventskalender tatsächlich jetzt schon 2 drin. Also das scheint jetzt dieses Jahr wirklich in zu sein, so einen Lash Primer zu verwenden. Und da ich nun mal schon 2 besitze, werde ich den hier auf jeden Fall mit in die Verlosung packen. Aber es sind halt diese, ich kann es ja mal erklären, ne? Das sind halt weiße Mascaren, Primer-Mascara, die du dir quasi auf die Wimpern drauf machst und dann antrocknen lässt und danach halt erst die Mascara verwendest. Und solche Produkte geben halt mehr Volumen, sie geben mehr Schwung, sie machen ein bisschen mehr Länge mit rein. Ich persönlich benutze solche Produkte, ich habe jetzt aktuell von Manaka da eins in Anwendung, was auch bei mir im Badezimmer steht. Das verwende ich einfach abends, bevor ich ins Bett gehe. Dann kann das nämlich über Nacht die komplette Pflegewirkung entfalten und morgens kann ich aufstehen, mir durchs Gesicht waschen einmal, die Mascara drauf machen und ist alles schick. Also wirklich, ne? Und es ist, glaube ich, auch ein recht teures Produkt. Also von daher finde ich es ganz cool für die Verlosung auch. Ui, das ist hier richtig ein Oschi. Da wir jetzt ja schon eine Mascara Base hatten, fände ich es saucool, wenn hier eine Mascara drin wäre. Ich meine, Maybelline hat tolle Mascaren. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Falls ihr euch übrigens fragt, was ich auf meinen Augen trage, denn das ist doch ziemlich auffällig, finde ich heute, da habe ich mir von BH Cosmetics von der Ellie die neue Palette geholt, die 1991 oder 1991. Die Frau ist 2 Jahre jünger als ich, sehr cool. Und das sind Duochromes, ne? Finde ich ultra. Also da habe ich mich heute mal ein bisschen ausgetestet, weil sie eben angekommen ist. Genau. So, Lash Sensational Mascara habe ich hier von Maybelline. Das ist diese hier. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Das muss ich mal eben kurz gucken. Ich bin ein bisschen freaky drauf, aber die besitze ich tatsächlich nicht. Ich besitze viele Mascaren, aber die noch nicht. Das heißt, die wird auf jeden Fall jetzt auch getestet. Die soll ja auch wirklich schön sein, habe ich mal gehört. Wirklich sensationelle Wimpern machen. Und ja, sie hat eine Gummibürste. Sie ist geschwungen. Und sieht ziemlich interessant aus. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich die tatsächlich schon mal hatte, aber ich weiß es nicht mehr genau. Riecht angenehm, also da ist jetzt kein starker Duft oder sowas mit drin. Ja, ne? Full-Size-Produkt. Ich glaube, hier sind tatsächlich auch nur Full-Size-Produkte drin, was ich echt cool finde. So, dann kommen wir mal zu dem Abend vor Nikolaus. Und das ist doch bestimmt ein Lippenstift. Der obligatorische rote Lippenstift von Nikolaus vielleicht? Ja. Nein. Es ist ein Nagellack. Es ist der obligatorische rote Nagellack vor Nikolaus. Und zwar die Nummer 349. Color Show in 60 Seconds. Also in 60 Sekunden soll dieser Power Red Nagellack tatsächlich auf deinen Nägeln trocknen. Und weil er obligatorisch ist, kommt er jetzt auch obligatorisch mit in die Verlosung. Ich habe sehr viele rote Nagellacke. Dann gucken wir mal, was es zu Nikolaus gibt. Nikolaus und die Nummer 24 sind für mich sehr wichtig, genauso wie die Nummer 1 und die Nummer 12, weil Eröffnungs- und Halbzeitprodukt, also im Prinzip ist alles wichtig, aber das sind halt so die 4 allerwichtigsten Kläppchen. Okay, ein Lip Liner scheint das zu sein. Kriege ich den so raus? Ja, das geht. Color Sensational 630 Velvet Beige ist hier die Farbe. Ein Lip Liner. Ja, der ist einfach ganz normal so zum Anspitzen. Und das ist eine wirklich schöne Farbe. Velvet Beige ist das für mich überhaupt nicht. Das hat für mich nichts mit Beige zu tun. Das ist eher so ein Rosenholzton. Und ich gucke einfach mal, ob ich den behalte oder nicht. Vielleicht gibt es noch den passenden Lippenstift dazu. Dann würde ich dir den auch mit in die Verlosung packen. Genau. Aber ist für mich jetzt kein schönes Nikolaus-Produkt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich bin etwas enttäuscht. Okay, die Nummer 7 haben wir hier. Jetzt haben wir einen Lippenstift. Und das ist tatsächlich der passende Lippenstift zu dem Lip Liner. Das heißt, es kommt zusammen mit in die Verlosung. Die Farbe 630 Velvet Beige Color Sensational. Und das schaut so aus. Das hat dieses schöne, eingefärbte, durchsichtige Plastik. Genau. Okay, wenn man jetzt sich den Lippenstift anguckt, dann sieht man tatsächlich, was die damit meinen. Das ist ein richtig cooles Nude und ja, das ist auch ein gutes Produkt. Ich habe davon rote Lippenstifte, mag ich richtig gerne, sehr schön feuchtigkeitsspendend, schön cremig auf den Lippen. Wirklich toll, kommt dann zusammen mit dem Lip Liner in die Verlosung. Die Nummer 8. Oh, ein Brow Drama bahnt sich an, wenn man es rausbekommt.
Okay, das ist eine 12 Stunden Sculpting Brow Mascara. Das sagt mir jetzt nicht so viel, ob das jetzt eine Farbe hat oder ob das durchsichtig ist. Da steht auch so nichts drauf. Oh ja, das hat auch so ein geschwungenes Bürstchen und das ist dann scheinbar so ähnlich wie der 24 Hours Brow Setter von Benefit, dass quasi deine Mascara, ach Quatsch, deine Augenbrauen in Form bleiben. Riecht nicht wirklich nach irgendwas. Witzig finde ich dieses Bürstchen, muss ich sagen. Ne? Das ist so ein Kunsthaarbürstchen. Das finde ich wirklich super interessant. Das ist echt mal ein etwas anderes Produkt. Finde ich toll. Das finde ich klasse, dass da halt auch etwas so außergewöhnlichere Produkte drin sind. Die Nummer 9, die suchen wir jetzt mal. Wo ist die? 19? 9. 9 ist da. Also die Kläppchen lassen sich schön öffnen, sodass du quasi den Adventskalender auch schön so dekorativ stehen haben kannst. Der hat jetzt hinten kein Hinstellvieh oder so, aber hinten drauf stehen jetzt nochmal die Produkte und die Inhaltsstoffe für den. Den es interessiert. Was ist das hier? Okay. Au. Line Refine Expression Kajal Soft Co-Liner, ein Crayon-Finish in der Farbe 33 Black. Also das ist einfach ein schwarzer Kajalstift. Ja, so ein ganz klassischer, würde ich mal so sagen, genau. Ne, es ist einfach schwarz. Die Nummer 10 ist ganz schön groß. Okay, ja, es ist wieder Nagellack. So, was haben wir hier drin? Superstay 7 Days Forever Strong. Und hier siehst du tatsächlich dann auch mal die Kugeln drin, die ich eben in dem anderen Ding, Nagellack, Behälter, gehört habe, als ich ihn geschüttelt habe. Da sind 2 Kugeln drin. Cool. 11. Die 11 ist ganz schön klein. Ist das vielleicht auch wieder so ein Creme Blush oder sowas? Ja, ja. Sieht schon mal gut aus. Ja. Oh, Flirty Pink. Ja, das ist auch wieder ein Creamy Cheek Tint. Genau wie eben auch. Und das ist jetzt die Farbe Flirty Pink. Der ist dann wahrscheinlich etwas farbintensiver als der, den ich eben hatte. Wo war ich? 11. Wir sind bei der Halbzeit. Die Halbzeit ist wirklich wichtig. Oh, das ist eine Mascara. Das ist ein Bamboo. Das finde ich schön. Das ist die Classic Volume Express Mascara. Ist das wirklich die ganz klassische oder steht da jetzt einfach nur, ja, Klassik drauf? Ich weiß es nicht. Gucken wir uns mal das Bürstchen an. So schaut das Bürstchen aus. Das ist wirklich so ein Kunsthaarbürstchen. Und ja, das sieht schon mal vielversprechend aus. Und ich finde die Verpackung extrem edel. Ich mag das mit diesem Blau-Gold, ne? Sowas ist ja voll meins. Also, ne? Verpackungsopfer schreit, hier bin ich. die kommt mit in die Verlosung, würde ich mal so sagen, ne? Weil ich habe jetzt schon eine für mich und jetzt habe ich eine für dich. 13 ist hier unten. Oh, ach wie cool. Hier ist einfach mal ein 10 Milliliter Primer drin. Das finde ich cool. Wenn da auch mal einfach so ein bisschen andere Produkte drin sind. Also bislang war es relativ abwechslungsreich. Ne? Wir haben zwar 3 Nagellacke, also 2 Nagellacke und ein Topcoat quasi und 2 Blushes drin, was dann ja quasi relativ ähnlich ist, aber 2 unterschiedliche Mascaren, ein Mascara Primer, finde ich cool und jetzt ein Face Studio Prime Hydrating Primer mit Hyaluronsäure und das sind einfach mal 10 Milliliter als Primer, ne? Das finde ich schön, das gefällt mir. Ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt großartig aufregend, es ist einfach jetzt so eine weiße Textur, riecht jetzt nicht unbedingt geil, aber auch nicht schlecht. Nö, das riecht einfach nach irgendeinem Gel. Ja, nach Schminke. Aber ja, doch, ne? Spendet Feuchtigkeit, zieht schön ein und sieht jetzt so auch, Primer zu swatchen ist immer so eine Sache für sich, aber ja, gefällt mir, ne? Finde ich cool und das fühlt sich auch minimal silikonig so an den Fingern an. Habe ich noch nie getestet, kann ich jetzt testen. Cool. 14 ist genau da drüber. Hier haben wir wieder ein Lippenprodukt und hier haben wir den obligatorischen roten Lippenstift und zwar ist das die Farbe 540 Hollywood Red. Finde ich wunderschön, aber habe ich quasi schon ziemlich genauso und du hast ja schon ein Lippenprodukt, das heißt, das wird anderweitig weiter wandern. Ich mache ja einige Adventskalender demnächst. 15 ist hier unten. Ist bestimmt auch wieder ein Nagellack oder so. Ui, aber was für einer. Cool. Sieht schon mal schick von der Verpackung her aus. Ein Superstay Flash Dry Quick Dry Top Coat. Das ist quasi ein Top Coat, der machen soll, dass der Nagellack schneller trocknet.
Ich benutze aktuell den von Essence. Den hatte die liebe Frühlingsrolina, also die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina empfohlen. Ja, der gefällt mir sehr gut. Und das hier ist dann quasi, ich würde mal sagen, mein Backup. Die Nummer 16 ist beim Stern. Uff, oh nein, ich habe es kaputt gemacht. Oh, wieder ein Lippenprodukt. Das ist jetzt ein bisschen viel. Da haben wir die Farbe 107 Fairly Bare. Okay. Das ist auch wieder so ein Nude-Ton. Ja, fast Balm, ne? Fast so ein Lip-Balm. Ich swatch den mal. Na doch, das ist halt ein sehr schierer Ton. Hier sieht man den, der ist so ein bisschen sehr rosamäßig, ne? Na, da muss ich mal gucken, ob er mir gefällt. Also, der macht bestimmt die Zähne ein bisschen gelb. Das mag ich da nicht so gerne, aber... Der riecht angenehm. Oh, der riecht voll nach Shea Butter. Mm, das riecht gut. Das gefällt mir. No. Nein, sie isst jetzt nicht den Lippenstift. Auch wenn sie Nom sagt. Okay, die Nummer 17 haben wir hier oben. Ach, das ist noch ein Primer. Wie geil. Aber das ist jetzt kein Hydrating Primer, sondern ein Illuminating Primer with Micro Pearls. Ja, 10 ml haben wir hier auch wieder drin. Und der soll dann illuminisieren. Ja, den packe ich dir in die Verlosung, denn ich habe ja schon jetzt hier einen Primer mir rausgesucht, ne? 18 haben wir hier. Und da haben wir einen Nagellack drin von Colorshow 60 Seconds, also 60 Sekunden. Und das ist die Farbe Peach Pie. Ja, so ein ganz normaler Nude-Ton halt, ne? Ja, ist jetzt nichts Aufregendes, nichts Spannendes. Die Nummer 19 ist hier oben. Ui, eine Mascara. Wie geil ist das denn? Ich glaube, die Mascara hatte damals eine Schulfreundin von mir. Und die war da immer extrem begeistert von. Das heißt, es ist so ein richtig Oldie but Goldie. Und deswegen möchte ich die unbedingt mal testen. Also wenn die echt so toll sein soll. Great Lash, Blackest Black. Oh Gott! Daran kann ich mich ja nicht erinnern. Ich meine, ich war ja auch ein paar Meter kleiner als jetzt, ne? Aber das ist halt so ein, ja, Kunsthaarbürstchen. Richtig spiralförmig. Riecht nach nichts, aber es ist winzig klein. Krass. Wenn ich bedenke, dass ich teilweise Mascaren habe, die fast größer sind als mein Auge, ist das schon krass, oder? Ich finde es mega witzig. Die wird getestet, auf jeden Fall. Vielleicht ist die ja auch ultra. Man weiß es nicht. Damals war sie auf jeden Fall echt ultra. Also als sie die hatte, fand sie die immer ultra und ich fand sie dann auch ultra. Und egal. Okay, wo waren wir? 17. Oder waren wir schon bei 18? Wir waren schon bei 18. Wir suchen jetzt die 19. Oder waren wir schon bei der 19? Wir waren schon bei der 19. Wir gehen jetzt zu der 20. Genau. Hier haben wir jetzt wieder Nagellack. Downtown Red. Also das ist ein schöner dunkelroter Nagellack. Aber halt auch wieder so ein Klassiker, ne? Ja, auch wieder in 60 Sekunden soll der trocknen. Auch davon habe ich einige schon da. Aber ich mache ja auch viel zu viel Adventskalender auf, von daher, ich bin kein Vergleich. Die Nummer 21 ist hier, lang und schmal. Oh, wieder ein Kajal, aber jetzt in der Farbe braun. Also ein brauner Kajal, das finde ich schick. Das ist einfach mal was anderes. Ne? Das wirkt dann nicht so hart auf der Wasserlinie, ist auch wieder einer zum Anspitzen. Und der ist dann halt auch ein bisschen alltagstauglicher als halt ein schwarzer. Den kannst du dir auch schön unter die Wasserlinie geben oder halt als Eyeliner und dann so ein bisschen aussmoken. Das ist immer ganz schick. Also, ne? Finde ich ganz cool. Doch, der kommt auch tatsächlich mit in die Verlosung. Meine Herren, was eine Verlosung dieses Mal. Okay, 21 hatten wir gerade. 22 ist hier ganz schön groß. Es ist bestimmt wieder eine Mascara, weil das so groß ist. Oh ja. Oh. Das ist die Lash Sensational, die gleiche, die ich eben hatte. Nur, das hier ist die Waterproof-Variante. Das heißt, die wasserfeste, genau die gleiche Bürste wird es sein. Und ja, ne, das finde ich ganz cool. Das heißt, die Bürste habt ihr eben schon gesehen. Das muss ich nicht wieder zeigen. Okay, ja. Jetzt kommen wir zu dem Tag vor Heiligabend und werden beglückt mit einem Nagellack. Juhu! Was ist das jetzt für eine Farbe? Die Farbe 45 Cherry. Auch wieder so ein 60 Sekunden Dry Nagellack. Weißt du was?
Ich glaube, den packe ich dir jetzt in die Verlosung und dafür nehme ich halt diesen ganz knalleroten mit raus, weil ich glaube, dass das hier eher einer ist, der mehr so den meisten gefällt. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. So. Okay. Highlight-Produkt Nummer 24. Also Maybelline hat ja eigentlich relativ geile Lidschattenpaletten, ne? Aber hier haben wir jetzt so ein langes, schmales Ding. Ist das jetzt irgendwie senkrecht drin oder so? Wir gucken mal, was da drin ist. Es will gar nicht aufgehen. Es traut sich einfach nicht. Oh, das finde ich aber schön. Doch, das finde ich wirklich schön. Das ist der Superstay Matte Ink in der Farbe 65 Seductress. Das ist schön. Das gefällt mir dann doch. Also ja, eine Lidschattenpalette wäre nice gewesen, aber habe ich anhand der Kläppchen ja auch gesehen, dass sowas nicht drin ist, ne? Das konnte ich ja trotzdem beim Kauf sehen. Das ist jetzt der einzige Liquid Lipstick, der drin ist. Ansonsten haben wir nur Lippenstifte. Und ich besitze keinen einzigen davon und der riecht himmlisch. Wahnsinnig toll. Oh mein Gott. Ne? Der gefällt mir. Der ist was für mich. Supi. Und die sind nicht günstig, ne? Also von daher, ich denke schon, dass wir hier auf einen ordentlichen Wert kommen werden. Also, ne, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Klar, so eine Lidschattenpalette, da sagt keiner nein zu. Aber man hätte sich das vorher angucken können und hätte sehen können, dass keine drin ist. Ich bin trotzdem echt zufrieden mit dem Inhalt. Also interessante neue Produkte. Ich finde es cool, dass da zwei Blushes drin sind. Zwei vor allem, ne? Zwei Blushes drin sind. Und ja, einige Mascaren, wo man sich gut durchprobieren kann. Nagellacke geht, Lippenstifte war jetzt nicht so irre viel, aber Nagellacke waren schon ziemlich viele drin, ne? Ja, mir hat es trotzdem gefallen. Doch, also die Produkte, die ich behalte, da werde ich mich auch drüber freuen. Hoffentlich freust du dich auch über die Verlosungsprodukte. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!